Tesla-Konzernchef Elon Musk hat eine überraschende Neuerung bekannt gegeben. Demnach wolle der Konzern künftig mit einer Tradition brechen. Musk betonte am Dienstag bei Teslas Aktionärstreffen im texanischen Austin, dass der Konzern künftig Werbeanzeigen schalten werde. Lange hatte der Elektroautobauer auf bezahlte Anzeigen verzichtet. Mit steigender Konkurrenz auf dem Markt und sinkender Nachfrage muss Tesla nun aktiv werden. Wie das Handelsblatt berichtet, habe Tesla in den letzten drei Quartalen rund 78.000 Fahrzeuge mehr hergestellt als verkauft. Musk betonte, dass auch Tesla nicht immun gegen Konjunkturschwankungen sei. Er rechne in den kommenden 12 Monaten mit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, so der Tesla-Chef.